Einen wunderschönen guten Tag, liebe Pöhlersbande, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wird es mal ein bisschen selbstkritisch, heute wird es mal ein bisschen privat und heute wird es mal ein bisschen persönlich. Viel Spaß mit dem Video. Sag mal, warum bist du eigentlich noch BVB-Fan? Das ist eine Frage, die mir zuletzt gestellt wurde. Das ist eine Frage, die mich sehr unvorbereitet getroffen hat. Und das ist eine Frage, die letztlich dazu führte, dass ich jetzt hier sitze, um dieses Video aufzunehmen und das Thema einfach mal aufzugreifen. Auch für euch, weil ich glaube, dass unter dem Strich viele sich in diesem Thema wiedererkennen werden. So wie ich die Community kennen und einschätzen gelernt habe, betrifft das eben nicht nur mich, sondern ganz, ganz, ganz viele Fans. Und ja, wie kam es überhaupt zu dieser Frage? Relativ einfach und unspektakulär, aber genauso war es. Ich saß bei meiner Mutter am Esstisch mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Wir haben uns unterhalten, unter anderem auch über Borussia Dortmund, und dann kam diese Frage. Jetzt kann ich vorweggreifen, meine Mutter befasst sich auch viel damit, was ich hier so tue bei den Pöhlers. Sie guckt immer mal wieder rein, sie setzt sich aber auch thematisch und inhaltlich damit auseinander und sie hat auch einen Plan, weil generell meine ganze Familie immer schon sehr fußballaffin war. Mein Vater war lange Zeit Jugendtrainer beim Wuppertaler SV, beim größten Verein hier in Wuppertal, und generell viel im Wuppertaler Fußball engagiert, als Spieler, als Trainer. Und entsprechend häufig und viel war meine Mutter auch auf Wuppertaler Sportplätzen mit am Start und hat sich auch mit Fußball notgedrungen auseinandergesetzt. Und ja, ich bin eben BVB-Fan auch, seit ich 7, 8 Jahre alt bin, seit 94, 95. Und ich kann euch aber sagen, es ist nicht mein Vater schuld, das ist der BVB geworden ist, weil mein Vater, wie viele Väter dieser Generation, ist und war Gladbacher und ich bin nun mal Dortmunder. Ja, und natürlich kann man schon mal vorwegschicken, wie bin ich eigentlich Fan geworden? Ich bin Fan geworden von Borussia Dortmund in einer Zeit, wo es auch sportlich sehr erfolgreich lief. Also wenn jetzt ganz böse Zungen es behaupten wollen, ja, ich bin Erfolgsfan, und ich glaube, jeder ist irgendwie in einer besonderen Zeit Fan seines Vereines geworden, und so war es eben so, dass die mediale Berichterstattung damals sicherlich auch mit Fokus auf Borussia Dortmund gerichtet war, weil es beim BVB eben lief, weil sie attraktiven Fußball gespielt haben und auch erfolgreichen Fußball gespielt haben. Das hat dann aber dazu geführt, es gab ja nicht viel. Wir hatten die Sportschau, wir hatten vielleicht dran und wir hatten einen Teletext und Radio. Das hat aber dazu geführt, dass ich auch unbedingt mal in dieses Stadion, in dieses Westfalenstadion wollte. Ich wollte da unbedingt mal live rein, und jetzt aus Wuppertal kommend war das ja quasi ein Katzensprung, und dann habe ich gesagt, Papa, Papa, ich würde gerne mal dahin. Und das werde ich ihm nie vergessen. Er hat gesagt, das machen wir dann mal. Dann machen wir das. Ja, also wenn du unbedingt nach Dortmund mal ins Stadion willst, dann fahren wir dahin. Er hat mich jetzt nicht mit auf den Bürkelberg geschleppt, damals noch. Er hat mich jetzt nicht zu einem Gladbacher gemacht, sondern er hat gesagt, ist deine freie Entscheidung. Und wenn du aus freien Stücken erstmal nach Dortmund in das Stadion willst, weil du das da irgendwie toll findest und weil du das irgendwie attraktiv findest oder was weiß ich, dann machen wir das. Und dann war ich mit dem halt in diesem Stadion, und dann war es um mich geschehen, und seitdem bin ich schwarz-gelb und werde es auch immer sein. Und trotzdem, und das weiß meine Mutter ja auch, stellte sie mir auf einmal diese Frage, ja, warum bist denn du noch BVB-Fan? Und ich so, ja, aber hä, wie kommst du denn drauf? Und dann sagt sie einfach, ja, ich krieg ja viel mit, was du hier inhaltlich auch so machst. Und in den letzten Monaten und Jahren ist da ja auch viel Negatives bei, oder beschäftigst du dich inhaltlich ja auch viel mit Themen, wo du eine andere Meinung hast als das, was da offiziell passiert. Und wo du sagst, boah, da kann ich mich schwer mit identifizieren, das ist nicht das, wie ich den BVB sehe, das ist nicht das, wie ich den BVB fühle, und das sind nicht die Werte, die den BVB für mich ausmachen. Also, wenn du doch momentan eigentlich so viel zu meckern hast, warum bist du noch BVB-Fan? Und das führt mich eben zu einem Punkt, wo ich auch viele Kommentare von euch da draußen lese und gelesen habe in der Vergangenheit, wo ihr auch immer wieder sagt, boah, irgendwie entfremde ich mich davon, irgendwie entferne ich mich davon, irgendwie ist es nicht mehr der BVB, den ich lieben gelernt habe, irgendwie interessiert mich das nicht mehr, ich mache lieber andere Sachen, und irgendwie, ja, rüge ich da so ein bisschen vom Verein weg. Ah, und das ist was, dann wirst du vielleicht weniger Fan und bist eben nicht mehr so mit dem Herzen dabei, wie du es eigentlich mal warst. Und dann fand ich diese Frage in dem Zusammenhang, ja, warum bist du eigentlich noch Fan, echt spannend. Und konnte die erstmal auch gar nicht so richtig beantworten. Und im Gespräch ergab es sich dann, dass meine Mutter sagte, aber für mich ist es jetzt klar, und danke für die Antwort, jetzt verstehe ich das. Also Fan bin ich vom Verein Borussia Dortmund. Wirklich zu einem Fan gemacht hat mich das Umfeld. Wirklich zu einem Fan gemacht hat mich die Stadt Dortmund und die Menschen in und aus Dortmund. Dieses Ruhrgebietsding, diese Ruhrgebietsmentalität, dieses Ehrliche, dieses gerade raus, dieses Malochen, dieses Arbeiten, dieses Ehrliche, all das, diese Werte dieser Region und wie die Menschen in Dortmund und wie die Fans das so verkörpern,
Ich meine, ich habe jetzt so super lange die Dauerkarte. Das hat mich zum BVB-Fan werden lassen. Und das ist für mich auch Borussia Dortmund. Das sind für mich auch die Werte von Borussia Dortmund. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Leidenschaft in guten wie in schlechten Zeiten. Und das wird so bleiben. Also das heißt natürlich, wenn man jetzt mal rein auf das Sportliche guckt, Leute, ne, hatten wir auch schon deutlich schlimmere Zeiten, als es derzeit der Fall ist. Ich meine, wir stehen in einem Champions-League-Finale, Leute, ja, nach 2013 mal wieder und haben es jetzt auch doch irgendwie wieder in die Champions League geschafft. Ne? Das soll jetzt gerade mal inhaltlich gar nicht das Thema sein. Also gibt ja auch genug Leute, die dann sagen so, was willst du denn eigentlich? Was beschwerst du dich denn? Was meckerst du denn? Das ist ja Meckern auf ganz hohem Niveau. Es läuft ja doch. Und faktisch stimmt das. Ne? Also kann man nicht wegdiskutieren, dass der Vereinserfolg mehr da ist als zu Zeiten, wo er weniger da war. Denn da ging es auch mal, ihr wisst es alle, um eine gewisse fast drohende Insolvenz und so weiter. Ja? Also ich glaube, wenn man da dann gesagt hätte, ach im Übrigen 2024 stehst du dann in einem Champions-League-Finale und meckerst irgendwie inhaltlich über den Platz 5, dann hätte ich das 2004, 2005 rund um diese Zeiten und auch vielleicht noch 2007 oder so, hätte ich das auf jeden Fall gekauft und hätte gesagt, alles klar, wenn das die Punkte sind, wo ich mecker, dann nehme ich das. Aber dennoch ist es eben so, dass ja vieles, zumindest in meiner Wahrnehmung, momentan von den Funktionären her nicht so läuft und nicht so gelebt wird, wie es für mich Borussia Dortmund subjektiv in meiner Wahrnehmung ist. Und deswegen ist da diese Diskrepanz und deswegen gibt es das viele Gemeckere, weil ich sage, irgendwie diese BVB-DNA, wie ich den BVB kennen, lieben und schätzen gelernt habe, so ist es eben derzeit nicht mehr da. Und ganz ehrlich, Leute, ich hinterfrage mich ja auch viel. Und ich kann euch eins sagen, ne? Auch wenn ich diese Attitude habe des Meckerfritzen und oh, der ist so negativ und der ist ja immer nur negativ und immer nur kritisch, kann ich euch sagen, das ist ja gar nicht meine Intention dahinter. Ich möchte für mich ein Leben führen, was schön ist, was mir Spaß macht, was positiv ist, was ich zu schätzen weiß, wo ich mich mit Dingen gerne auseinandersetze, die mir einfach Spaß und Freude und Leichtigkeit bereiten. Und das ist, wenn ich so ins Detail gehe beim BVB und was da wie passiert und wie da Positionen vielleicht besetzt werden und wie es in wirklich intern aussieht, wenn ich mich damit dann auseinandersetze und Dinge mitbekomme und so, dann geht mir vieles davon ab. Das will ich aber ja eigentlich gar nicht. Ich will mich eigentlich doch auf das fokussieren und konzentrieren, was mir gut tut. Und wenn ich mir dann die Frage stelle, ja, warum bist du eigentlich BVB-Fan? Dann bin ich das ja tatsächlich nicht wegen irgendwelcher Funktionäre, wegen eines Trainers, wegen eines Vorsitzenden, wegen irgendwelcher Spieler, sondern das bin ich wegen dieser Fankultur. Also wenn ich mir angucke, wie ein Marco Reus verabschiedet wurde, auf welche besondere Art und Weise, wenn ich mir angucke, wie der gebürtige Dortmunder Junge Marco Reus auch die Fans wieder mit einbezieht und Freibier verteilt im Stadion, um was zurückzugeben, wenn ich mir angucke, wie in der schwersten Zeit letzten Mai die Fans hinter Borussia Dortmund stehen und ja, hinter den Spielern und zu den Spielern und zum Trainer stehen und hinter dem Trainer stehen. In einer Zeit, wo es dann sportlich nicht zum großen Erfolg gereicht hat, aber man verkörpert eben diesen Vereinswert, diese Loyalität zum BVB. Keiner geht nach Hause, die Schals gehen nach oben und wir werden immer Borussen sein. Es gibt nie einen anderen Verein. Wenn ich mir angucke, wie in der Zeit der Finalniederlage Wembley 2013 in der schlimmsten Phase alle zum Verein stehen, alle die Schals hochreißen und wir werden immer Borussen sein. Es gibt nie einen anderen Verein. Deswegen bin ich Borussia Dortmund-Fan. Das ist für mich Borussia Dortmund. Dieses auf die Tribüne gehen und mit ganz vielen verschiedenen Leuten, aber gleichgesinnt unterwegs sein, mit verschiedensten Leuten aus den verschiedensten Sozialschichten gemeinsam Borussia Dortmund unterstützen. Und das heißt jetzt nicht immer alles abfeiern, was da läuft. Und das kann ich nicht und das werde ich nicht. Weil, ja, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, ich ja auch irgendwie immer das Beste für den Verein möchte und deswegen bin ich so Fan, wie ich Fan bin und so wie ich meine Fansein zu verkörpern, so tue ich das auch und werde das immer tun. Aber eine gute Zeit haben im Stadion, mit seinen Freunden, mit den Freunden, die man vorher nicht Freunde genannt hat, sondern die im Stadion zu Freunden geworden sind. Diese verschiedenen Leute immer wieder zu treffen, sich darauf zu freuen, hey, jetzt gleich geht's in den Block und da sind die Jungs und da fachsimpelt man und da schreit man sich auch mal an und da leidet man zusammen mit und erlebt die besten und schönsten Momente. Malaga 2013, wo ich heulend auf der Treppenstufe saß, weil ich eben echt nicht mehr dran geglaubt habe. Aber wo Chrisse, Grüße gehen raus, mich hochzieht,
einer, mit dem ich im Alltag nie was zu tun hatte, aber wenn wir im Stadion waren, gerade bei den Champions League Spielen damals, standen wir immer zusammen und dann war man quasi befreundet, ja, wie er mich hochgezogen hat damals und gesagt hat, Daniel, komm, da geht's noch weiter, da ist noch nichts verloren, wir schaffen das noch, wir drehen das noch, ich glaube dran, wie er mich aufgebaut hat, wie sich wildfremde Leute nach diesem verlorenen Finale letzte Saison am letzten Spieltag in den Arm nehmen, sich gegenseitig Trost spenden. Deswegen bin ich Borussia Dortmund-Fan. Das macht Borussia Dortmund für mich aus. Diese Menschen, die zu diesem Verein stehen, die Werte dieser Menschen, nicht nur die Vereinswerte, sondern auch die Werte der einzelnen Menschen. Ich liebe nicht nur Borussia Dortmund, sondern ich liebe die Fans von Borussia Dortmund. Und ich bin unglaublich stolz, mit so geilen Fans Fan dieses geilen Vereins zu sein. Und diese gute Zeit und auch diese schlechte Zeit und wie man gemeinsam damit umgeht und wie man gemeinsam da durchgeht, das hat mir immer imponiert und das imponiert mir noch. Heißt, was ich zuletzt gemacht habe, ist, was vielleicht auch Teil ist, dieser Pöhlers mittlerweile, dieses YouTube-Kanals, ich habe mich inhaltlich sehr mit Borussia Dortmund auseinandergesetzt. Fußballerischer Natur, taktischer Natur, von Strukturen her, also vom Organigramm, wie ist Borussia Dortmund aufgestellt, wie hat der BVB vor sich aufzustellen, wie könnte es in Zukunft weitergehen, Transfers, Zugänge, Abgänge, also sehr, sehr sportlich inhaltlich habe ich mich auch damit befasst, sehr beruflich habe ich mich damit befasst und nochmal, ich glaube, das ist auch ein Part, der gehört auf jeden Fall dazu, aber ich habe das andere so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe das, was für mich Fansein ausmacht, was für mich Borussia Dortmund ausmacht, das habe ich aus den Augen verloren so ein bisschen. Und ich sag's euch, natürlich werde ich weiter bestimmt in Logen sein, werde eingeladen werden von Partnern und werde mich sehr freuen über Einladungen, werde mich sehr freuen über diese Möglichkeiten, euch Vlogs abzudrehen und euch meine Sicht der Dinge und meinen Herzensverein weiter näher bringen zu können durch sowas. Das werde ich tun. Aber, und auch das habe ich zuletzt ja wieder häufiger getan, das werdet ihr mitbekommen haben, dass ich keine Vlogs gedreht habe, sondern einfach mal wieder auf der Süd war und es einfach mit meinen Freunden genossen habe, im Herzen dessen zu stehen, von dem ich Fan bin. So, und das ist für mich Borussia Dortmund. Das heißt, und das ist auch so ein Tipp von mir an euch da draußen, an all diejenigen, die vielleicht auch sagen so, ey, irgendwie ist es nicht mehr mein BVB. Wenn man sich inhaltlich, sportlich mit dem befasst, was da momentan wie läuft, kann ich die Angst verstehen, kann ich die Sorgen verstehen, kann ich verstehen, dass man Herzschmerz hat, wenn man dran denkt, boah, hoffentlich geht's beim geliebten BVB nicht erfolgreich bergab, weil, nochmal, man will ja immer das Beste für den Verein. Und wenn man sieht und sich viel und intensiv damit auseinandersetzt, boah, ich habe das Gefühl, da läuft aber momentan nicht das Beste und man ist genau aus den Gründen dann kritisch und vielleicht auch mal sehr direkt und schonungslos und ehrlich und auch mal emotional und auch mal emotional drüber, wo man hinterher sagt, okay, wenn man es rational betrachtet, hätte ich das anders formuliert, aber aus der Emotion heraus war ich vielleicht auch mal doch ein bisschen unter der Gürtellinie oder einfach auch mal drüber, aber nie so, dass ich jeweils die Menschen dahinter meine oder diskreditiere oder beleidige oder sonst irgendwas. Darum geht es mir nie. Ja, mir geht es immer nur um die Sache, mir geht es immer nur um Borussia Dortmund, aber ich habe den Fokus eben sehr auf das gelegt, was momentan in meinen Augen nicht so läuft und damit habe ich mich selber runtergezogen und damit kam diese Negativität auch in mein Leben, die ich eigentlich gar nicht will. Ich will gar nicht negativ sein. Ich will mich nicht mit Borussia Dortmund auseinandersetzen und scheiße drauf sein. Und wie kriege ich das in Zukunft hin? Ich werde mich weiter damit auseinandersetzen, aber ich werde mich immer wieder daran erinnern, warum bist du eigentlich BVB-Fan? BVB-Fan bist du wegen des Vereins, wegen der Leute, wegen der Fans, wegen der Mentalität, wegen dem Ruhrpott, wegen all diesen Werten, die der Ruhrpott auch lebt, die auch deckungsgleich sind mit meinen persönlichen Werten, mit den Werten von Daniel, mit den Werten von Daniel Schmidt, mit den Werten von meiner Person. Ich bin ein Freund von, guck dir in die Augen, sag dir auch immer unbequeme Dinge, sprich mal Tacheles, tritt dir aber trotzdem wertschätzend gegenüber, steh schwierige Zeiten durch, kommuniziere viel, das sind alles meine Werte und das sind auch die Werte, die für mich Borussia Dortmund ausmachen, immer gemacht haben. Und ja, momentan werden die Werte vielleicht auf Funktionsebene nicht so gelebt, wie ich mir das wünsche oder wie ich denke, dass es das Beste für den Verein ist. Das ist nach wie vor so und die Kritik werde ich auch nicht loswerden, die ist da. Aber der Fokuspunkt bei mir ist mittlerweile wieder ein anderer. Ich werde für die Zukunft, auch für die kommende Saison, immer mal wieder darauf achten, mir selber ins Gedächtnis zu rufen, Daniel, denk dran, genau deswegen, mach mal die Augen zu, denk mal zurück an diese Momente, an diese schönen, aber auch traurigen Momente. Genau deswegen bist du BVB-Fan. Wegen dieser Menschen, wegen dieser Fans. Und das heißt, diese Fans, Leute, ne, ihr da draußen, wir alle da draußen,
wir bleiben. Ja, Funktionäre kommen und gehen, Spieler kommen und gehen, aber wir Fans bleiben. Und wir Fans sind der Grund, und ihr Fans seid der Grund, warum ich auch Fan dieses geilen Vereins bin. Das seid ihr alle. Ihr, die mir mittlerweile Dinge ermöglichen, wie ein Champions-League-Finalticket. Ihr, die mir schreibt, danke für deine ehrlichen Worte, das tut mir gut. Ihr, die mir einfach jegliches Feedback geben, die anstoßen, die mir ein Bierchen ausgeben, weil sie zu schätzen wissen, was ich da tue. Nicht jeder. Gibt auch kritische Leute, und die soll es auch geben. Und es gibt auch immer noch Leute, und die wird es immer geben, die nicht cool finden, was ich da mache. Die mich von der Art nicht cool finden, die das ganze Thema nicht cool finden. Und das ist völlig legitim. Es geht nicht darum, everybody's darling zu sein. Das werde ich nie werden, und das ist nie die Intention. Aber diese Gemeinschaft Borussia Dortmund, dieses Fansein, ich bin Fan wegen der Fans, ich bin Fan wegen der Region, ich bin Fan wegen der Werte. Das ist der Grund, warum ich auch immer noch, auch in dieser schwierigen Zeit, BVB-Fan bin. Und das habe ich auch in einem Gespräch meiner Mutter so erzählt, und dann hat sie gesagt, okay, dann verstehe ich das. Dann gehst du wirklich durch jegliche Zeit, weil eigentlich ist das der Kerngrund, warum du Fan bist. So, weil ansonsten, wenn es diese Gründe nicht gäbe, diese übergeordneten Punkte, die ich vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen verloren habe, eine Zeit lang, wenn es diese Punkte nicht gegeben hätte, ne, dann wäre ich vielleicht wirklich ja Bayern-Fan. Oder irgendwo anders hingegangen, wo es vielleicht erfolgreicher läuft oder wo ich mich mehr mit anderen Werten identifizieren kann. Aber nein, das ist es nicht. Das könnte ich nie, weil ich bin stolzer Borusse, stolzer Fan dieses Vereins. Und auch nochmal ein Punkt, was ich vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Man hat sich auch viel mit Themen befasst, auch auf diesem Kanal. Das wird auch weiter so der Fall sein. Das ist auch einfach Fußball-Fankultur, wo man sich eben mit Themen befasst und auseinandersetzt, die man selber aber nicht geändert bekommt. Ja, also wir können darüber diskutieren, ist er der richtige Trainer oder nicht, und wie muss der Kader aussehen und wie nicht, und wer muss gehen und wer muss kommen und warum müssen wir dieses System spielen und dieses nicht. Das macht auch einfach Spaß, diese Diskussion unter Fans, weil wenn du das nicht tätest, dann können wir alle wieder nach Hause gehen, dann brauchst du keine Kneipendiskussion, dann brauchst du all sowas nicht, dann brauchst du keine Meinungsaustauschgeschichten oder sonst was. Weil dann sind wir ja alle einer Meinung und dann ist es auch langweilig, darum geht es also gar nicht. Aber das sind alles Themen, die wir letztlich eben nicht beeinflussen. Das machen die Funktionäre, das können wir besprechen, wir können das vielleicht auch adressieren in deren Richtung, aber wir müssen es eben so hinnehmen, wie es ist, Punkt. Aber wir haben als Fans natürlich auch Punkte, die wir selber beeinflussen können, und auch da will ich den Fokus wieder ein bisschen mehr hinrichten in Zukunft. Was kann ich als Fan denn für den Verein tun? Gutes tun. Ich kann in den 90 Minuten Fußball, wenn ich im Stadion bin, den Verein unterstützen, mitsingen, mithüpfen, mitapplaudieren. Das heißt ja nicht, Leute, dass ich dann mit dem gezeigten Fußball, der unten passiert, immer zufrieden bin. Aber ich will ja auch den Verein Borussia Dortmund unterstützen. Und jetzt stelle ich diesen Support auch mal über die Leistung der Spieler. Ich singe für Borussia Dortmund und für keinen Funktionär und für keinen Spieler und für keinen sonst, sondern ich singe mit Freunden, mit Fans, mit Gleichgesinnten für Borussia Dortmund. Ich unterstütze sie lautstark. Ja, ich bin in dem Moment einfach voller Fokus auf Borussia Dortmund. So, das kann ich machen, das ist meine Fanaufgabe. Aber ich habe auch die Aufgabe als Fan, mich hinterher kritisch mit den Dingen auseinanderzusetzen, gerade als so ein Kanalbetreiber mit einer gewissen Reichweite, nicht alles schön zu reden, sondern auch kritisch zu beleuchten und diese Themen auch mal auf die Plattform zu bringen, auf egal welche. Einfach mal zum Gespräch zu machen. Und ja, auch mit der Gewissheit, da sind unbequeme Dinge bei. Das wird gewissen Funktionären nicht gefallen, darum geht's auch gar nicht. Das Ding hier, seht ihr hinter mir, heißt von Fans für Fans. Aber diese ehrliche Diskussion auch unter Fans aufrechtzuerhalten und zu führen und sich einfach auch mit anderen Fans auszutauschen. Wie seht ihr das denn? Was ist denn eure Meinung, wie es vielleicht erfolgreich für Borussia Dortmund weitergehen kann? Viele Meinungen zusammenzuführen, viele verschiedene Meinungen auch zu bündeln, auch über meine eigene Meinung hinaus. Das ist was, das können wir selber beeinflussen. Das kann jeder von euch selber da draußen beeinflussen. Wie steht er zum Beispiel in den Spielen zu Borussia Dortmund? Und warum ist er vielleicht Fan? Und vielleicht animiert das den einen oder anderen da draußen auch nochmal drüber nachzudenken, ja, warum bin ich eigentlich Fan? Und vielleicht sagt ihr jetzt auch, ja, da hat er recht, habe ich so auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich mich auch von dem Negativen habe mitreißen lassen. Und ich kann mir das vorstellen, dass es bestimmt vielen auch noch so geht. Und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Darum bin ich Borussia Dortmund Fan geworden. Und deswegen bin ich es auch immer noch, obwohl ich viel mecker und obwohl ich viel Zeug mache, was auf den ersten Blick negativ erscheint, aber ich bin ja trotzdem BVB-Fan. Und das macht für mich den Verein aus und wird den immer ausmachen, bis ich irgendwann zur Urne turne. Hoffentlich habe ich noch ein paar Jährchen, ja. Aber das ist eben der Grund, und deswegen wollte ich das einfach mal komplett ehrlich, offen und transparent mit euch teilen. Und ich bin, wie gesagt, ganz gespannt auf eure Kommentare rund um dieses Thema und freue mich auf den Meinungsaustausch mit euch und bin jedem Einzelnen von euch super dankbar, dass er ist, wie er ist, dass er auch Fan dieses geilen Vereins ist, dass er die Gespräche sucht, dass er die Kommunikation sucht,
dass er auch die Konfrontation sucht, dass wir uns auch mal kritisch austauschen können, weil das hilft mir letztlich, um besser zu werden und auch um mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und dafür einfach auch ein großes Danke von mir an euch da draußen. Und ihr könnt euch einfach selber auf die Schulter klopfen, dass ihr Fans von so einem geilen Verein seid und warum ihr das seid. Und das könnt ihr euch jetzt vielleicht auch nochmal im stillen Kämmerlein überlegen. Vielleicht haltet ihr jetzt auch mal inne und macht euch mal Gedanken, geht mal in euch, was euch zum Fan gemacht hat und was auch in diesen Zeiten vielleicht jetzt gerade dafür sorgt, dass ihr Fans seid. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, dann gerne einen Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich bin raus und sage, egal was passiert, egal wie es sportlich erfolgreich läuft oder nicht, nur der BVB, aber nur der BVB. Ich bin raus, euer Toxo. Macht's gut. Ciao.